Was sind die Schlagzeilen des heutigen Tages? Assad fordert Ende der Sanktionen. USA sind nach dem Beben nur zu Lockerungen bereit. Das ist ja jetzt hochinteressant. Mit diesem fürchterlichen Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Und was sich hier auf, was sich hier zeigt, was sich hier beobachten lässt, ist jetzt, dass wie so zwei Modelle in der Politik kollidieren jetzt. Auf der einen Seite dieser Wunsch der Politiker, diese Regime, zum Teil Erdogan, aber vor allem Syrien, Assad, mit Sanktionen geradezu sturmreif zu schießen. Es ist mir aufgefallen, dass man sich oft in politischen Kreisen einer Illusion hingibt, nämlich, dass diese Sanktionen so etwas wie die Designerwaffe des Kriegs bedeutet. Nicht das, was man so locker macht nebenbei, oder ohne sich da die Hände blutig zu reiben, macht man diese Sanktionen. Ist sich gar nicht bewusst, dass diese Sanktionen etwas ganz Fürchterliches sind. Und man muss das einfach in aller Drastik hier sagen. Die Sanktionen, das ist die Brotsperre. Katharina Fontana, eine der ganz hervorragenden Gerichtsberichterstatterinnen, leuchtet da in Missstände des Bundesgerichts, und zwar in politisch eingefärbte Urteile im Zusammenhang mit Migration, im Zusammenhang mit Umwelt, aber auch im Bezug zu anderen Themen. Frau Fontana kommt da zu einem doch etwas beunruhigenden Befund, dass also auch unsere höchsten Gerichte hier angekränkelt sind von den Viren des Zeitgeists, von diesen Färbungen und Stimmungen und Wallungen und Hitzeströmungen, die da nur allzu leicht sich da des Rechts bemächtigen und vor allem auch der Richter, die das Recht auszulegen haben. Aber auch das eine im Grunde gute Nachricht, weil wir haben in der Schweiz immer noch sehr viele Leute, die glauben sozusagen an die naturwissenschaftliche quasi Unfehlbarkeit der Richter. Die Richter sind ja nicht eben Automaten, sondern das sind Menschen. Und ein Urteil muss gefällt werden. Das ist eine Frage auch der persönlichen Entscheidung eines Richters, wie er ein Gesetz interpretiert. Und da spielen Werthaltungen, Prägungen eine ganz elementare Rolle. Die SVP will die Fasnächtler vor der Strafe schützen. Die SVP weitet ihren Kampf gegen die Woke-Kultur auf die Fasnacht aus. Sie will Personen schützen, die politisch nicht korrekte Kostüme tragen. Ja, das ist wichtig. Bevor sie jetzt da lächelnd den Kopf schütteln, sagen, um Himmels Willen, wo verrennen sich die jetzt wieder? Nein, die Fasnacht muss ein Ort sein, wo der Mensch sein närrisches Naturell ausleben kann und wo man auch unkorrekte Dinge sagen kann. Und wenn wir in der neuen Universalkirche der Political Correctness nun auch die Fasnacht kolonisieren und tyrannisieren, dann sind wir hier unterwegs in ein quasi totalitäres System. Ja, nicht totalitär mit Gulag und Konzentrationslager, nein, aber man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sie sehen, das pflanzt sich fort in andere Bereiche der Gesellschaft, offensichtlich bei den Fasnachten, das sehen wir immer wieder, aber eben auch in der Wirtschaft, wo plötzlich den Firmen Kriterien aufgenötigt werden, die gar nicht mehr im Zusammenhang stehen mit ihrem Geschäftsmodell. Ukraine-Hilfe ohne Waffen, Bern ist gefordert. Das ist einfach dieser typische drängende Ton, nicht so, da wird der Sound schon am Morgen beim Kaffee, wird er Ihnen so vorventiliert. Ihr Schweizer, ihr macht zu wenig, ihr müsst euch noch viel mehr in diesen Krieg, in die Unterstützung der Ukraine hinein bewegen. Und da sage ich deutlich und klar, nein, das ist der falsche Weg, das ist ein Irrweg, der übrigens auch auf falschen Annahmen beruht. Der Glaube, dass jetzt hier die Schweiz, das neutrale Land schlechthin, sich noch mehr als bisher zur Kriegspartei machen sollte, das ist ein Krieg zwischen zwei ehemaligen Sowjetrepubliken. Man muss es jetzt einmal mal in dieser Drastik ausdrücken. Das zeigt, dass hier noch ein Kontext mitschwingt, in dem die Schweiz nun wirklich nichts verloren hat. Staatssekretariat für Migration, 2,8 Asylsuchende auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner in der Schweiz, immer noch vor dem europäischen Durchschnitt von 2 Asylsuchenden pro 1000 Einwohner, haben eine massiv zunehmende Zahl von Asylgesuchen in der Schweiz. Das zeigt Ihnen einfach, dass die Instrumente der Europäischen Union institutionell gescheitert sind. Ich meine, dass das eine Fehlkonstruktion ist, das hat man schon am Anfang gesehen. Dublin wurde in der Schweiz ja so verkauft, sie haben gesagt, ja, ihr müsst dabei beitreten, weil wenn ihr Dublin beitretet, dann gibt es gar keine Asylgesuche mehr in der Schweiz. Weil jeder Flüchtling, der europäisches Festland betritt, muss in seinem Ankunftsstaat sich registrieren lassen und darf dann in keinem anderen Land mehr einen Asylantrag stellen. Ich meine, wenn sie halbwegs bei Trost waren, haben sie damals schon gesehen, dass das nicht funktionieren kann. Ich meine, die Italiener, die Griechen, die sind ja auch nicht dumm, die wissen ja,
Ah, da kommen ein paar. Ja, ich bin doch nicht der Trottel, der das registriert. Ich gebe dem lieber ein Zugsticket, fährt er in die Schweiz. Fahren Sie über Chiasso, werden Sie nicht kontrolliert. Dann in Zürich steigen Sie aus dem Zug. Und dann sind Sie ganz überrascht. Ja, hat mich gar niemand kontrolliert.